Auch in Vösendorf ist der Osterhase am Ostermontag noch vorbeigehüpft und hat seine Nester versteckt. Dass er im Gepäck auch den Kasperl mitgebracht hat, freute die Kinder natürlich sehr. Spiel und Spaß bei den Kinderfreunden Vösendorf zu Ostern. Zunächst gab es für die Kleinen etwas zu mitfiebern, ein Abenteuer mit Kaspern und, wie könnte es anders sein, dem Osterhasen. Wir spielen heute Kasperl und die verzauberten Ostereier und da sind die Ostereier leider verschwunden. Und ja, der Kasperl mit viel Unterstützung von den Kindern wird sich auf die Suche machen, die wieder zurückzubekommen. Ich wollte doch Ostereier verstecken, also anmalen zu lernen und dann verstecken. Sind die Kinder begeisterte Mitspieler? Oh, jedes Mal, ja. Es ist immer wunderschön, wenn man da hinten sitzt. Man sieht ja eigentlich nichts, aber man hört einfach, wie die mitmachen. Zählen wieder bis drei und auf geht's in den Zauberwald. Eins, zwei, drei. Ist der Kasperl ein gern gesehener Gast hier bei den Kindern in Vösendorf? Ja, sehr. Also ich glaube, es ist nicht nur in Vösendorf so, es ist allgemein, der Kasperl ist wahnsinnig beliebt. Und wir haben das eben heuer bei unserem Ostereisuchprogramm eingebaut, weil wir wissen, die Kinder lieben den Kasperl heiß. Hat sie gerade gehört? Ja, man hat sie gerade gehört bei der Begrüßung des Kasperls, ja. Ja, und dann ging's hinaus ins Freie. Der erste warme Tag im Frühjahr lud zum Ostereiersuchen ein. Susanne Morawa, sie hat es ja übernommen und ich muss sagen, sie hat das hervorragend gemacht. Und eben das Ostereiersuchen und der Kasperl, sie hat das alles wirklich ganz toll organisiert und sie sind aktiv in Vösendorf und das freut mich. Gesucht wurde übrigens mit einem gewieften Spielsystem. Naja, wir haben diese mittlerweile schon bekannte Kärtchensuche, weil es früher einfach so war, dass manche Kinder bei der Ostereiersuche oder bei der Osternestsuche zwei, drei Nester mit nach Hause genommen haben und andere gar nichts. Und diese Sache dann in Ordnung zu bringen, war nicht immer einfach. Und jetzt hat sich schon meine Vorgängerin, die Gusti Schindler, dazu entschlossen, mit Memory-Karten zu arbeiten. Das wurde auch von einigen Ortsgruppen schon übernommen. Das heißt, die Kinder bekommen eine Memory-Karte und in einem abgesteckten Areal suchen sie eine zweite Karte dazu. Und im Tausch gegen das Bärchen bekommen sie eben ihr Osternest. Ein gelungener, schöner Osternachmittag in Vösendorf. Und schon sind die Kinderfreunde weiter am Planen. Das nächste Programm ist am 1. Mai, der Familiensonntag. Da sind wir immer dabei und da habe ich schon einige sehr nette Spiele vorbereitet und Bastelarbeiten, geschminkt wird natürlich, das ist auch immer ein großes Highlight und dann haben wir wieder unsere Popcornmaschine.